Okay, gehen wir mal zur Ente. Die Runde gegen Jasper war geisteskrank, Digga. Die Runde gegen Jasper war geisteskrank. So viele geile Lines. Die Line mit den Handschuhen, ich lasse meine Handschuhe an, selbst wenn ich nur gegen dich schreibe. Mit den Fliegen, die um dich herumschwirren. Die Pfandflaschen-Lines oder Pfandcoupon-Lines. Ach, Digga, da waren so viele gute Lines drin. Die Runde gegen Jasper war wirklich heftig, Alter. Ja, mal gucken. Ja, leer, gut, voll schlecht, genau. Ja, zu krass. Ah, stimmt, hochkaufen in Unterschicht. Bruder, die Line, Alter, das war eine kranke Runde. Du machst dich aus dem Staub einer Nesca-Fahrt im Sommer, dass du Speckschwarte mit rechts gerade einen auf die Pettnase bekommen hast. Digga, er kommt schon wieder hier mit so einer kranken Reimsetzung rein. Du machst dich aus dem Staub einer Nesca-Fahrt im Sommer, dass du Speckschwarte mit rechts gerade einen auf die Pettnase bekommen hast. Liegt daran, dass ein Dreier mit Svetlana und Sonja und dir euch aussehen lässt wie ein sechsarmiges Monster. Ich zerfetze diesen Punk. Krank gereimt? Es ist krank gereimt, Digga. Safe. Aber ich finde leider den Höhepunkt der Line nicht so geil. Mit Svetlana und bla, seht ihr, wenn ihr einen Dreier habt, seht ihr aus wie ein sechsarmiges Monster. Ja, ist ein lustiges Bild. Aber irgendwie nicht, weiß ich, von der Line, also von der Punchline her trotzdem nicht. Ich habe irgendwie was Geileres erwartet bei der Reimkette am Ende. Und ihr euch aussehen lässt wie ein sechsarmiges Monster. Monster. Ich zerfetze diesen Punk. Erst macht GOS Matic zu einer Lesbe und jetzt ist sie ein Mann. Du kommst die, ja, doch, die kann man gut bringen, Alter. Die kann man gut bringen. Nice. Erst macht GOS Matic. Vor allem, wie er mir noch einen mitgibt, ne? Ist auch geil. Er gibt mir einen mit und disst damit wieder Jiggy. Also müsste ich die Line eigentlich scheiße finden, oder? Zu einer Lesbe und jetzt ist sie ein Mann. Du kommst rüber wie ein menschlicher Affe und obendrein sind deine Haare red wie eine englische Ratte. Jiggy. Ja, okay, jetzt kommt, ja, red, back wie Rücken, bliblablub, ja, okay. Menschlicher Affe und obendrein sind deine Haare red wie eine englische Ratte. Dir ist nicht nur deine Wampe im Weg, Stillstand für das rote Männchen, Ampelsystem. Ich folg meinem Todestrieb und der Pimmeltower mit Ginger-Aura ohne Seele versucht sich nur noch ins Soul-Muster. Boah, der Beat ist halt krass gewöhnungsbedürftig. Trieb und der Pimmeltower mit Ginger-Männchen, Ampelsystem. Ich folg meinem Todestrieb und der Pimmeltower mit Ginger-Aura ohne Seele versucht sich nur noch ins Soul-Muster. Während du dich an meine Fersen heftest, mein Album suchst, könnte ich mir vor deinen Märchentexten in Algen. Ich trinke dann Sterbebär. Das ist eigentlich geil gerappt, Digga. Nimm den Beat gut hops. Könnte ich mir vor deinen Märchentexten in Algenz. Ich tränke dann Sterbebettchen in kaltem Blut und je nach wüsste, wie die Blair Witch Hexe im Wald gesucht. Auch nice. Du versetzt die Jugend in Angst. Ja, ist geil. Ich muss ehrlich sagen, der Beat ist nicht so mein Geschmack. Da mochte ich den gegen Jasper besser. Vor allem, weil Ente ja schon jemand ist, der sehr komplex schreibt. Beziehungsweise, man muss genau hinhören, ne? Weil er schon eine abgefahrene Reimsetzung hat. Und auch eine sehr eigene Betonung. Einfach einen eigenen Stil so. Und der Beat lenkt mich da teilweise ein bisschen von ab. Weil der so Psycho ist so. Ja, da hat mir das gegen Jasper besser gefallen. Muss ich ehrlich sagen. Bist du wie die Blair Witch Hexe in Wald gesucht. Du versetzt die Jugend in Angst. Mach sie einen auf Grusel und krank. Denkst, das sieht das Publikum an, doch alle lachen über dich, du bist der Pumuckl-Mann. Geil. Du versetzt die Jugend in Angst. Mach sie einen auf Grusel und krank. Ich find's geil, wenn Ente in diese Fragerichtung geht. Oder wenn er so seine Stimme verstellt, also so seine Stimme switcht. Das erinnert mich so ein bisschen an diese, jetzt ist er ein ganz trauriges Bärchen. Zum Beispiel die Line gegen mich, war für mich eine der Highlight-Lines in der Runde gegen mich. Ich fand es mega, wenn er so in diese Richtung geht, ne? Du versetzt die Jugend in Angst? Machst dir einen auf Grusel und krank? Es kommt voll geil, wenn er fragt. Du versetzt die Jugend in Angst? Machst dir einen auf Grusel und krank? Denkst, das sieht das Publikum an, doch alle lachen über dich, du bist der Pumuckl-Mann! Und eigentlich ist es voll stumpf, Jiggy Pumuckl-Mann zu nennen. Aber Ente macht's halt geil. Auch wie er's delivert, ne? Aber alle lachen über dich. Du bist der Pumuckl-Mann. Digga. Ich glaube, der hat so Spaß beim Aufnehmen, Alter. Wenn ich mir vorstelle, wie der das recorded hat, das hat bestimmt gebockt. Kommt es vor, als ob dies die. Doch alle lachen über dich. Du bist ein Pumuckl-Mann.
Du kommt es vor, als ob dies die Ankunft vom lieben Gott wäre. Du wirkst wie ein Mix aus Pippi Langstrumpf und Bibi Blocksberg. Wer war ein paar Jahre im Verlies? Je nach wirkt die Klaps auf dich wie ein Tag im Paradies. Oh, auch mega nice. Das ist wieder, guck mal, das ist eigentlich eine ähnliche Herangehensweise wie gegen Jasper. Als er meinte, keine Ahnung, da hat er auch so übertriebene Vergleiche gebracht mit seiner Armut. Und die waren einfach ultra funny, er machte genau das gleiche mit dieser Psychiatrie-Geschichte. Und das kann Ente halt mega gut, er nimmt recht simple Angriffsflächen, aber macht daraus übel nice Lines. Hiernach wirkt für dich die Klapse wie das Paradies. Was hat er gesagt? Verlies. Hiernach wirkt die Klapse auf dich wie ein Tag im Paradies. Und Juri macht auf Boss der Genosse, weil er dachte, du wärst die kleine Harry Potter-Filmfotze. Juri? Oh, scheiße, ich weiß gar nicht, worauf bezieht er sich jetzt genau. Die macht auf Boss, je nach wirkt die Klapse auf dich wie ein Tag im Paradies. Und Juri macht auf Boss der Genosse, weil er dachte, du wärst die kleine Harry Potter-Filmfotze. Aris Pinschmidt. Juri ist der, der immer reingeredet hat in die Runde. Ja, ach so, okay, ich dachte jetzt irgendwie, er kommt irgendwie auf, redet jetzt plötzlich von Juri, dem Rapper. So, dachte, hä, was spielt der denn auf einmal für eine Rolle? Okay, alles klar. Juri macht auf Boss der Genosse, weil... Ach so, deswegen macht er auf Boss der Genosse, okay. Auf dich wie ein Tag okay. Paradies. Und Juri macht auf Boss der Genosse, weil er dachte, du wärst die kleine Harry Potter-Filmfotze. Es ist halt, Digga, die Art und Weise, wie er es rappt, ne? Dachte, du wärst die Harry Potter-Filmfotze, Digga. Das ist, guck mal, daran sieht man, wie wichtig Delivery ist. Die Art und Weise, wie es raus, ekelhaft rausdrückt, macht's geil. Macht auf Boss der Genosse, weil er dachte, du wärst die kleine Harry Potter Filmfotze. Er lässt sich von dir ficken und den Pimmel blowen. Jedenfalls klingt es so. Ob ich für dein verrottetes Gewebe nun die rostige Machete oder Knochensäge nehme, ist egal. Denn ich schneide dir ganz langsam die Arme ab und sorge dafür, dass du nie mehr eine Zwangsjacke zu tragen hast. Wir sind mich in der Gummizelle auf Ginger warten. Jetzt werde ich den Freak zuversichtlich behindert schlagen. Ich stehe als blutbespritzter Gewinner da und deine Zelle sieht aus wie nach dem Rudelficken im Kindergarten. Nice. Du versetzt die Jugend in Angst? Machst dir einen auf Rudel und krank? Publikum an, doch alle lachen über dich, du bist der Pumuckl-Mann. Schon geil, ich komme auch langsam rein in den Beat. Der ist für mich nur krass gewöhnungsbedürftig. Doch alle lachen über dich, du bist der Pumuckl-Mann. Auch immer so nach, ne? Pumuckl-Mann. Mit dem Bass im Hintergrund, nice. Publikum an, doch alle lachen über dich, du bist der Pumuckl-Mann. Du versetzt die Jugend in Angst. Machst sie einen auf Grusel und krank. Okay, die wird sein auf Kranken und auf Bösen machen? Das ist ja so, als würde man zu Hitler sagen, ich hab auch mal jemand töten lassen. Du hast Lachen, das ist Lachen über dich, du bist ist der Pumuckl, Mann. Die wird sein auf Kranken und auf Bösen machen? Das ist ja so, als würde man zu Hitler sagen, ich hab auch mal jemand töten lassen. Du hast gut geschockt mit dem Anormalen, deine Frisur sieht aus wie ein zu einem Hub geflochtener Tamponfaden. Digga. Digga, was für ein Scheiß, Alter. Aber mies, ja. Er ist wieder eine schöne bildliche Line, Digga. Mit dem Anormalen, deine Frisur sieht aus wie ein zu einem Hub geflochtener Tamponfaden. Dass du uns deine Pseudoscheiße zeigen willst, die lediglich als Ablenkung des äußeren Erscheinungsbilds. Auch die Video ist krank, ne? Ich merke meinen Kopf, Alter. Ich bin zu fertig. Ich muss immer wieder zurückspulen, um die Line nochmal zu checken. Pseudoscheiße zeigen willst, die lediglich als Ablenkung des äußeren Erscheinungsbilds. Ich glaub, dein Geld wird gerade knapp. Du bist nicht Boris Becker, so der Schleuderschwänze, bis du Tennisarme hast. Du wirst in den Garten hinter mein Haus gebracht und bist gefesselt mit Kabelbindern am Baum erwacht. Ich hab das Tafelsilber ausgepackt und in Ekstase gerade mit der Gabel dein Mageninneres rausgebracht. Boah, Bruder, was für eine Reime wieder. Ey, Digga, das ist krank. Ich hab auch bestimmt, nimmt's mir nicht übel, ich bin einfach ein bisschen zu fertig, ja. Ich hab bestimmt viele Reime nicht gewürdigt, aber der ist, also reimtechnisch ist der geisteskrank, Digga. Geisteskrank ist das. Ich muss mal hören, Digga. Bist du Tennisarme hast. Du wirst in den Garten hinter mein Haus gebracht und bist gefesselt mit Kabelbindern am Baum erwacht. Ich hab das Tafelsilber ausgepackt und in Ekstase gerade mit der Gabel dein Mageninneres. Ah, Digga, das ist so krass, Alter. Das ist so krass. Diese zu krank, Alter. Silber ausgepackt und in Ekstase gerade mit der Gabel dein Mageninneres raus. Weißt du, was krass ist? Guck mal. Wenn ihr euch den Song Panik anhört zum Beispiel, oder auch andere Songs, ne? Ich mag das ja auch sehr gerne, wenn ich mit Reimen dann
keine Ahnung, so Inline, also so, ne, so Inline-Reime habe und dann schließt es wieder mit dem vorigen Reim ab. Ich liebe so eine Spielereien. Ich mache sowas auch total gerne. Was ich bei hier aber so nice finde, ist, dass es so krass unvorhersehbar ist. Also wie die Reime gesetzt sind. Wisst ihr, wie ich meine? Die sind nicht so, keine Ahnung, Digga, mir fehlt die professionelle Bezeichnung dafür. Aber die sind nicht so gerade perfekt irgendwie auf die Drums gelegt, sondern die sind so wild dazwischen und das macht so krass unvorhersehbar. Man weiß gar nicht, versteht ihr, man hört die, man weiß gar nicht, wann endet diese Line so. Und das macht, gibt einem so diesen Überraschungseffekt. So, weil es so, ja, man hat nicht checkt, man checkt sie erst, wenn sie vorbei ist. Silber ausgepackt und in Ekstase gerade mit der Gabel dein Magen in ihres Raum. Ja, zu krass. Lass dich Bastard krepieren in einem bunten Mix aus Sadomasochismus und Zoophilie. Du bist ein Abklatsch von mir. Wie das letzte Abendmahl von Christus. Fotokopie. Wie das letzte Abendmahl und Zoophilie. Du bist ein Abklatsch von mir. Wie das letzte Abendmahl von Christus. Fotokopie. Die check ich nicht. Bin ich zu dumm für, müsst ihr mir erklären. Du bist ein Abklatsch von mir. Letzter Abendmahl, kenne ich. Fotokopie, was meint ihr jetzt? Inwiefern denn Abklatsch? Das letzte Abendmahl ist ja dieses ganz berühmte Gemälde da, mit diesen, hier, wo die da alle dran sitzen an dem Tisch, die ganzen Dudes. Abklatsch, Fotokopie, ich verstehe es immer noch nicht. Weil das oft dupliziert wurde, denke ich. Das ist ein berühmtes Gemälde, welches oft kopiert wurde. Ach so, das ist alles. Ach so, okay, dann habe ich gedacht, die wäre komplizierter. Versteht ihr? Bei Ente, da geht man automatisch von aus, okay, da steckt noch irgendwie was hinter, so. Okay, alles klar. Dann war sie simpler, als ich dachte. Okay. Wie das letzte Abendmahl von Christus. Fotokopie. Okay. Du versetzt die Jugend in Angst. Machst sie einen auf Grusel und krank. Denkst, das sieht das Publikum an, doch alle lachen über dich. Du bist der Pumuckl-Mann. Du versetzt die Jugend in Angst. Machst sie einen auf Grusel und krank. Das sieht das Publikum an, doch alle lachen über dich. Du bist der Pumuckl-Mann. Ja, kranke Runde, Digga. Kranke Runde. Ich fand die Runde Punch, also jetzt so rein von diesen Angriffs, von diesen Punchlines, fand ich die von gegen Jasper krasser. Finde aber, wenn man sich jetzt beide Runden anhört, einfach mal so ganz simpel, ganz pragmatisch, man hört sich die Runde von Jiggy an und die Runde von Ente. Du hast halt am Ende ein Bild von Jiggy. Du denkst halt an den Pumuckl-Mann. An so, an die kleine, Digga, ich sag's, nee, ich sag's lieber nicht wegen YouTube, sonst wird's gelb, Digga, ja. An diesen kleinen Ginger-Vogel so, der hier irgendwie auf gruselig machen will, aber Digga, wer bist du, du Witzfigur? Aber andersrum hat Jiggy nicht wirklich geschafft, finde ich, Ente irgendwie, dass sowas, ne, dass man im Nachhinein irgendwie sich das Bild gechanged hat gegenüber Ente. Ja, es kam zwar so ein bisschen diese Geschichte, ne, von wegen so, ey, du bist gefangen in deinem Image und so, mehr bist du nicht. Das wurde kurz ein bisschen angeschnitten, das hat er ja nicht lange gemacht. Und hat viele, ich mach dies mit dir und mach das mit dir. Alleine schon das zeigt, dass Entes Runde halt was bewirkt hat, wisst ihr, wie ich meine? Gegenüber seinem Gegner. Aber auch abgesehen davon war die Runde von Ente geisteskrank. Die war geisteskrank gereimt, kranke Rap, die Hook war auch heftig. Ich fand einfach gegen Jasper die Punchlines lustiger. Oder teilweise noch einfach geiler. Geilere Bilder gezeichnet irgendwie. Aber trotzdem eine sehr starke Runde. Mir sind mehr Lines für Jiggy hängen geblieben. Für mich wäre Jiggy weiter gewesen. Kenne aber niemanden außer Ente, der so krass Bilder im Kopf herstellen kann. Ja, ja, Video ist natürlich auch geisteskrank, ne? Video ist auch geisteskrank. Und ich mochte die Atmosphäre auch. Die war auch ziemlich heftig. Und die Delivery halt, vor allem in der Hook auch.